Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und hier, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar heute habe ich was richtig Cooles für euch. Und ja, das will ich euch einmal zeigen. Steht um der Ecke. Ulala, was haben wir denn hier Schönes? So, dann würde ich mal sagen, kann die Party ja starten. Ja, das Ganze ist ein ganzes Fahrzeug mit Musik, ne? Wie man jetzt hören kann. Wir können auch nur die Admins abspielen und wir können das Fahrzeug dann auch halt immer wieder rum resetten. Das heißt, wir können das ganze Fahrzeug dann auch so spawnen. Wenn wir das, so den Befehl schreibe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Das heißt, wir können das halt so komplett entfernen, auch wenn ein User meint, es klauen zu müssen. Können wir das Ganze auch einfach so entfernen. Und wir können das Ganze auch dann einfach so spawnen, ja. Dann haben wir auch hier das schöne Auto. Und das könnte man auch jetzt als Lautsprecher nehmen oder einfach für eine Party, eine Strandparty oder so. Dann kann man hier auch Musik abspielen. Man kann die Musik auch austauschen. Und mit F9, wie es ja da auch schon steht, können wir das Ganze an- und ausschalten. Hat nicht so ganz funktioniert, aber es funktioniert an sich. Ja. Wir können auch die Reichweite halt ändern. Dazu später dann mehr. Beziehungsweise können wir das jetzt machen. Das heißt, ich habe mir das Ganze schon installiert, ne? Sonst könnte ich das jetzt nicht zeigen. Wir gehen dann hier in den Ordner rein und gehen einfach in Client rein. So. Und dann können wir das Ganze hier ändern, die Musik Reichweite eher gesagt. Wenn wir das hier, sagen wir mal, auf 500 stellen, dann hören wir das ziemlich weit. So, 500, ja. Dann können wir das Ganze abspeichern. Wenn ihr die Musik austauschen wollt, dann machen wir das Ganze nochmal in groß. Und hier haben wir die ganzen Links, ne? So, das sind halt dieselben. Die müsst ihr dann mit einem anderen YouTube-Link zum Beispiel austauschen. Hier austauschen, hier austauschen, hier austauschen, hier und zu guter Letzt nochmal hier. Genau. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, können wir das Ganze speichern und übernehmen. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich neu starten. Hier kopieren wir uns einfach den Ordnernamen hier raus. Sagen erstmal hier Fahrzeug wieder einparken. Dann. Ja, genau. Restarten wir das Ganze. Und können das ganze Fahrzeug dann wiederum ausparken. So. Wenn wir es gemacht haben, können wir einfach einsteigen. Und wenn wir das jetzt einfach wieder hier oben hinstellen und die Musik anschalten und dann einfach laufen. Trying to protect your soul. We are heroes tonight.
So. Jetzt hören wir schon, es wird etwas leiser. So, und hier ist es dann aus. Er ist halt ziemlich weit schon, ne? So, wir haben das ja hier hingestellt. Und so, das wären dann quasi dann auf 500. Wenn ihr das Ganze auf 1000 macht, dann nimmt das Ganze mal 2. Dann wäre das bis hier oder so. Im Radius halt, ne? Auch von oben, also ihr könnt das Ganze auf dem Hochhaus stellen. Habe ich auch schon getestet und dann können wir auch die Musik hören. Wie gesagt, wenn wir dann sagen, yo, so das Fahrzeug wurde irgendwie geklaut, können wir das Ganze dann einfach so wieder entfernen, ne? Gar kein Problem. Gut Leute, ich würde sagen, wir kommen zur Installation. Links sind es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen. So wie immer. Und dann entpacken wir das Ganze. Und dann haben wir auch zwei Sachen, die wir installieren müssen. Das heißt, wir gehen erstmal in FileZilla rein und gehen zurück. Zurück. Und öffnen einmal die Server-CFG. Hier scrollen wir dann runter und fügen das Ganze hier mit Start jeweils ein. Einfach hier den Ordnernamen kopieren, dann hier einfach mit Start und dann den Ordnernamen rein. So wie mit den zweiten dann auch, abspeichern und übernehmen. Wenn wir es gemacht haben, dann gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diese zwei Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend müssen wir jetzt noch den Server einmal neu starten und ihr habt das halt erfolgreich installiert. Wie gesagt, den Link packe ich euch natürlich, also den Command packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, ansonsten auf jeden Fall viel Spaß mit der Ressource und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.